Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, daher, weil es wieder zahlreiche Einsendungen gegeben hat, wie auf dem letzten Video. Schreibt weiterhin zahlreich in die Kommentare, wenn ihr weiter vorgestellt werden wollt. Ja, bei der letzten Kanalvorstellung war es ja so, ihr habt euch wieder zahlreich beworben, ganz klar. Es kommt jeder dran, das möchte ich dazu sagen. Jeder, der unter den Videos kommentiert, kommt dran. Ihr braucht nur einmal kommentieren, ich nehme nach der Reihe nach an und werde, wie gesagt, ganz einfach jeden dran nehmen, damit damit niemand benachteiligt ist. Was ich mir besonders wünsche, ist, dass wir uns gegenseitig helfen auch mit unseren Videos. Das heißt, wenn ich euch helfe, werde ich euch auch weiterhin mit euren Videos unterstützen, damit eure Watchtime erhöht wird. Daher bitte ich auch euch, bei mir vorbeizuschauen. Vielleicht auch in meinen Livestreams auf Twitch. Der Twitch-Kanal von mir wird in der Beschreibung verlinkt. Und ich werde vorab immer auf Instagram informieren, wann ich live gehe. Von dem her, jetzt geht's ab zur Kanalvorstellung. So, um den Kanal, um den es sich handelt, ist Breichle zockt. Er hat 75 Abonnenten. Abonnieren wir wieder. Er hat 75 Abonnenten, hat sich natürlich mehr Abos verdient, finde ich. Schaut noch sehr klein aus, noch nicht so übersichtlich, sollte ein bisschen die Playlists erstellen, falls er das noch nicht hat. Schauen wir mal rein. Oh, er hat Playlists erstellt. Blackout, Homage, Gaming Tagebuch. Okay. Breichle zockt, hat ein sehr tolles Titelbild und auch ein sehr tolles Profilbild. Seine Beschreibung lautet: Spiele-Reviews, Gaming-Tagebücher und anderes Stuff aus der Welt des Zockens. Wer mit dummen Gelabern und atemberaubenden Fails etwas anfangen kann, der sollte sein restliches Leben auf meinem Kanal verbringen. Grüße gehen raus. Ja, das ist natürlich eine gute Beschreibung. Ist am 4.04.2019 beigetreten. Also bald feiert dein Kanal auch sein Einjähriges. Meiner feiert im Mai sein Vierjähriges. Ich glaube, sein Vierjähriges, bin mir nicht sicher. Und von dem her schauen wir mal rein in einer deiner Videos. Mich interessiert, was das Gaming-Tagebuch ist. Und daher schauen wir da mal rein. Liebes Tagebuch, schon das fünfte Mal wende ich mich an dich. Fast unser erstes kleines Jubiläum. Deswegen habe ich mir was Besonderes ausgedacht und erzähle die Geschichten von meinen Freunden und mir, wie wir kämpfen, leiden und an unseren Herausforderungen wachsen. Wir haben uns versammelt und in privaten Runden gegeneinander gefightet. Gut möglich, dass es einem heute die Sprache verschlägt. Oh nein. Der fünfte Eintrag. Ein Krieg, der bisher beispiellos ist. Runde 1. Blackout, jeder gegen jeden. Wir landen alle im selben Gebiet, suchen uns Waffen und schießen uns gegenseitig in unsere haarigen Nasenlöcher. Verdammt, das hat fucking Spaß gemacht. Laber mich mal nicht voll, Alter. Hey, geht mal alle weg hier. Von Team her ein ganz gutes Thema, Gaming-Tagebuch. Von dem her kann man nicht sich viel beschweren. Gaming-Tagebuch ist gut. Deine Videos sind sicherlich auch, die anderen Videos sind sicherlich auch ganz gut. Du hast auch einen angesagten Zweitkanal, Breichle Rap. Da werde ich später noch hineinschauen. Aber es werden auch die anderen Zuschauer natürlich hineinschauen. Und von dem her muss ich sagen, ein ganz guter Kanal über Breichle zockt. Hinterlässt dem Breichle zockt ein Abo, helft ihm, dass er wächst. Schaut da unbedingt vorbei, lasst ihm ein Abo da. Er wird sich sicherlich bedanken, indem er auch eure Videos anschaut. Von dem her sage ich Dankeschön.
lieber Breichle, für deine Einsendung. Hier war dann deine Kanalvorstellung. Ich finde deinen Kanal sehr gut aufgebaut, finde ihn sehr unterhaltsam. Und vielleicht findet der eine oder andere Zuschauer auch Gefallen an deinem Kanal. Und um zum anderen Thema wieder, Kanalvorstellungen werden weiterhin kommen, vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Lieber Breichle zockt, da möchte ich mich für deine Einsendung, wie gesagt, noch einmal bedanken. Und an alle anderen Zuschauer und Kanäle, die ich noch vorstellen soll, sage ich auch Dankeschön fürs Vorbeischauen. Und bis zur nächsten Kanalvorstellung, schreibt weiterhin reichlich eure Bewerbung ein. Ihr könnt sie mir per E-Mail, per Instagram oder auch per Facebook schicken. Und wenn ihr unbedingt drankommen wollt, dann schaut ganz genau an meine anderen Videos auch. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dabei auch unterstützt. Von dem her, haut rein, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.